Willkommen zurück zu Uncharted 3, zu der Road to Uncharted 4. Batz! Voll auf die Omme! Ja, so ist das mit mir. Und zurück. Buck! Schön auf den Killkopf. Na, die haben aber ordentlich was am Laufen hier. Ich weiß schon, was ich finden muss. Suchen muss. Finden muss. Na, wo ist es? Na, da oben ist es. Diese Figur. Aber erstmal ein kleines Filmchen. Seht euch den ganzen Kram an. Hey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Syrien. Was soll das? Mein Gott, weißt du, was das ist? Ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien. Ja, ich weiß, wer das ist. Gibt's auch, glaube ich, einen Film drüber. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie, die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding, darauf hast du 20 Jahre gewartet. Jetzt machen wir Hop-Hop hier. Klar. Und dann los. L. O. H. H. D. N. D. N. N. Huh. Was denn? Oh, das heißt Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfahr war ein verdammtes Arschloch. Ach, halt die Klappe. Halt, es ist ein Anagramm. Schnauze. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff. Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Ich weiß schon, wo es ist. Also geht schnell. Ich brauche das Buch nicht. Die Golden Hind. Nein, das könnte ein Modell oder Gemälde sein. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss hier sein. Na, sie gesprungen. Könnte natürlich auch in der Buckland Abbey sein. Buckland Abbey, ein Ort, an dem du nie warst. Weiter. Da haben wir's. Fest. Oh, Scheiße. Sie sind hier in Deckung. Kaputt. Die Karte. Schön. Ich lesen. Kämpfen. Was zur Hölle machst du? Nimm das Buch und dechiffriert es! Los! Uns geht die Munition aus! Nehmt ihre Waffen! Jetzt aber schnell weg! Na toll! Kriegst auf die Fresse! Nicht aus hier im Tunnel. Nicht schlagen, aufheben. Los, rein da! Jetzt. Shit, die sind überall.
Konzentrieren. Nachladen. Wir müssen ihn beschützen, Matt. Lauf einfach weiter. Wir finden einen Ausgang. Und Headshot. Meins. Verdammt. Genau, hau ihn. Oh, Sully, wenn dann richtig. Komm her. Einmal schön in die Eier. Dropkick. Vom Feinsten, Junge. Wow, 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 wow. Zack, ist meine. Okay, gut. Ich nehme einmal wieder die Handfeuerwaffe, weil es wäre meine Lieblingswaffe. Nochmal kurz in Deckung. Keiner da. Weiter. Shit, sie sind überall. Na los! Gib mir nicht, ich gib mir nicht, ich gib mir nicht, ich gib mir nicht. Was? Eier. Drei Schuss. Armseliges Volk. Wow, super vor. Halten Sie Laserpointer auf mich. Ich weiß nicht, wohin muss. Komm mal Ruhe. Ja, sowas kann ich auch. Nee, ich will die andere. Hier geht's nicht zurück. Oh, das musste mal schnell gehen. Jetzt nehme ich wieder die andere Waffe. Kommt doch, ihr Pisser. Bang, boom, boom. Hey, da ist der Leiter. Hallo, Heilung. Mann, Sully, ey. Alter Mann. Und hoch, 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 hoch. Ihr kommt auch hinterher. Ist die richtige Waffe? Natürlich nicht. Verdammt, wo sind wir? Am Bahnhof North Edward, los! Kommt. Vorne.
schieß dir die Schädeldecke weg. Alter, jetzt reicht's mir. Kommt ihr? Du hörst auf damit. Hopp, 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 hopp. Chloe, hörst du mich? Wir kommen aus dem alten Bahnhof North Edward. Keine Zeit für Erklärungen. Wir haben... Was wollte ich noch zuhauen? Leg dich gleich übers Knie. Oh Scheiße. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Von da kommt's. Halt die Schnauze. Nate, pass auf! Hier oben, schnell! Jetzt. Scheiße! Wie fett auf der Ratte! Komm doch! Halt das Schloss! Zurück, zurück! Los, 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 los! Was ist da los? Das war ein weißer Bär. Was wollen wir alle her? Ja, das ist eine Mittagspause oder was? Oder Schichtwechsel. Und da sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten es die Hosen aus. Auf unseren Erfolg. Oh ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht 6 Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee, einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, ja, er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig widerliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, Miss Moneypenny. Also, was John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat? Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wäre dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rub-al-Khali-Wüste. Genau hier. Ja. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt? Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlow danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht.
Oh, sorry, was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Das stimmt. Ich meine, Drake wusste nur, wenn ihr euch Teil 1 und 2 nochmal angucken wollt, guckt einfach in die Playlist. Und Marlo weiß gar nicht. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Kein Problem. Die Rupalkali-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außenrum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie jetzt finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht Zabäisch aus. Das ist Zabäisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur zwei mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr zwei geht nach Syrien, wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat, ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's? Bin dabei.